Liebe Leute, willkommen zurück zu Icarus. Wir haben, glaube ich, ein kleines Problem bezüglich des Sturms. Denn gerade eben, als das Spiel startete, stand dort Storm Shift Detected, was so viel heißt wie der Sturm hat sich verschoben. Und so wie es aussieht, ist der wohl jetzt demnächst da oder was? Spacelab Commander war so nett und hat das ein bisschen erklärt, was hier zu sehen ist. Ich meine, da steht 3 Tage Vorhersage. Das checke ich schon. Ich weiß nur nicht, ist heute ganz links quasi irgendwann in den nächsten paar Stunden wird es hier einen Sturm geben, der so ziemlich alles umhauen wird, weshalb ich natürlich mit dem Bauen jetzt noch ein bisschen warten werde. Aber wir können ja schon mal ein paar Sachen sammeln. Denn wir erinnern uns, wir haben den Bohrer an die Felswand gehauen und da oben und brauchen jetzt Biosprit und dafür würde ich sagen, bauen wir dann erstmal die Werkbank und dies und das und jenes und gucken mal. Glücklicherweise sind hier oben keine Bäume bezüglich des Sturms jetzt nochmal. Kick it like Beckham. So. So, es wird allmählich dunkel. Ich gehe mal schlafen und ich glaube, dann könnte der Sturm auch schon durchaus da sein. Dann bin ich wirklich gespannt. Glücklicherweise habe ich jetzt noch nicht wirklich irgendwas gebaut. Diese kleine Hütte oder die Abstellkammer, die ich da hingebaut habe. Das geht auf jeden Fall besser. Muss ich wahrscheinlich sogar vergrößern, weil das Ganze natürlich so nicht genug Platz hat für irgendwas. Aber wie gesagt, wir warten mal. Und können wir noch mal ein bisschen was sammeln? Was sagt denn die Werkbank? Können wir ja schon mal herstellen. Dann sind wir den ganzen Krempel hier so ein bisschen los. Ich schaue mal eben in den Technikbaum. Ich glaube, Biosprit. Ah, das wird hier sein. Dafür brauche ich eh die Bearbeitungsbank. Also ein bisschen dauert es eh. Viel mehr Platz brauche ich auf jeden Fall. Können wir das Ganze ein bisschen erweitern? Können wir dann schon mal einen Hammer herstellen? Genau, das machen wir. Das Feuer geht dann, naja, ist schon okay. Mach mal 3. Fasern haben wir ja glücklicherweise direkt vor der Haustür. So. Ich schätze fast, ich muss hier das so ein bisschen stützen. So. Oh, es gab aber... Oh nein! Oh, wie gut. Ich habe das noch nie gesehen. Man muss zuerst repariert werden. Hilfe, ich brenne. Das müsste eigentlich reichen für die Werkbank. Wisst ihr, so als Zusatz? Ja, doch, ich denke, also.
wie das aussieht. Wie so LED-Dekoartikel vom Bauhaus. Oder Obi. Oder Tom oder Hagebaumarkt. Ihr werdet schon wissen, welchen ihr bei euch in der Nähe habt. So, wie sieht's denn jetzt mit Schlafen aus? Kriegt ihr das hier hin? Ja, sehr gut. Bisschen was essen. Das kann nicht schaden. Wir haben noch sicherlich ein bisschen Fleisch hier. Sehr gut. Genau, das können wir mal rüberhauen. Zu steil, kein Schutz. Ja, ja, das kommt alles noch. Kein Stress. Wir besorgen ein bisschen Holz. Leider sind die Bäume hier recht rar. Zumindest hier auf der Ebene. Aber da hinten haben wir ein paar. Das kriegen wir schon hin. Und die Dinger hier ebenfalls. Was ist denn? Ah, die Erze. Ich muss eine Kiste bauen. So, dann schauen wir mal. Ja, der große Sturm. Was machen wir mit der Info? Ein bisschen was bauen ist, glaube ich, nicht verkehrt. Komplett alles ausbauen. Warte mal, wie viele Wände brauchen wir denn auch noch? Zwei. Sagen, wir bauen da noch eine Tür ein. Machen das Ganze so. So. Eine Tür. Die wohnt da. Hier haben wir einen wunderschönen Ausblick. Wenn das nichts ist, liebe Leute, dann weiß ich auch nicht. So, und jetzt das übliche Spiel. Den hier. Wir brauchen ein paar Steine. Auch die sollten wir hier auf jeden Fall bekommen. Nee, hier. So. Ach nee, die Steine können mal schön hier bleiben. Machen wir da Stein, machen wir hier Holz und Fasern und so ein Krempel. So. Und einen Boden. So, auf halber Strecke zu Level 46. Das kann auch schon mal nicht schaden. Wie viel brauchen wir denn noch? Holz und Stock, das haben wir jetzt weggehauen.
Stock, Holz, so, und das Ding ist fertig. Sehr schön. Damit können wir beginnen. Ja, das sparen wir uns mal genau. So. Das kann rüber. Das heißt, damit können wir beginnen. Wir besorgen mal noch ein bisschen Holz. Während hier die Eisenbarren produziert werden. Wer will Ärger? Haben wir hier vielleicht noch eine Höhle irgendwo? Was ist das da? Okay. So, ich brauche mit Sicherheit ein paar Seile. Ich brauche 40 Eisenbarren für den Amboss. Das ist der da, das passt, okay. Ja, der Sturm kommt näher. Müssen wir mal schauen, vielleicht fackelt mir die ganze Bude ab. Gucken wir mal. So. Genau, Seile, stell die schon mal her. Also für die Bearbeitungsbank brauchen wir alles vom... Das Ding brauchen wir auch noch. Da. Ein paar Steine und 40 Barren. Die kriegen wir auf jeden Fall zusammen. Und... Obwohl, warte mal, wieso lagere ich denn das Holz nicht eigentlich so? Ich denke fast, das macht mehr Sinn. So nämlich. Sehr schön. Wie weit sind wir? Noch 10. Lederknochen. Das brauche ich weder dafür noch dafür. Ich glaube, das kann nicht schaden, so ein Ding da zu haben. Wir können ja mal schauen, wie weit sind wir denn hier? Ja, das verbraucht sich super langsam. Das war wirklich eine
Eine fantastische Investition. Also, aber dennoch. Wir gehen auf Nummer 7. Oh, passt das da noch hin? Ja. Sehr schön. So, soweit, so gut. Ein paar Steine, ein bisschen Holz. Das sollten wir eigentlich... bisschen was da haben. Ich hole mal nochmal mehr Holz. Dann muss ich da nicht direkt an den Vorrat gleich. Aber ins Feuer laufen und damit dann ein Feuer auslösen, das die Hütte befällt, finde ich interessant. Finde ich... da muss man wirklich aufpassen. Wie gesagt, das war das erste Mal, dass ich das überhaupt so gesehen habe mit dem Feuer. Und wäre jetzt die ganze kleine Hütte da abgebrannt, wäre es nicht so dramatisch geworden. Kann mir aber vorstellen, wenn man richtig Zeit investiert hat und sowas dann versehentlich passiert, dann ist ärgerlich. Haben wir hier ein bisschen Ruhe? Sieht fast so aus. Oh oh. Ich glaube, da komme ich nicht hoch, ne? So, damit können wir auch den Mörser bauen. Ich nehme mal noch ein paar Steine mit, die hier so lose rumliegen. Und dann sparen wir uns den Verschleiß der Spitzhacke. So. Damit hätten wir das. Was ich, denke ich, auch dringend bauen sollte, nur um auf Nummer sicher zu gehen, ist dieses Feuerpaddel-Dings. Ich glaube aber fast, das habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Feuerfächer. Gibt es da eine bessere Variante von? Stimmt, oder? Oh, hier übrigens. Neuer Schild. Beim letzten Upgrade. 10 Stahlbarren. Klingt gar nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Es gibt einen, das aus Stahl und aus Knochen gibt es, glaube ich, noch ein Schild. Kupferbarren. 10 Kupferbarren. Ich denke aber fast feuerpaddelmäßig war es das. Ah, hier, Knochenschild. Haha, sehr gut. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Feuerfächer ebenfalls am Charakter. Zeig mal her. Also, Schild können wir schon mal bauen. Und das Ding ebenfalls. Gehen wir in die Sonne ein bisschen. Das sieht echt cool aus vom Design her. Bei der Macht von Grayskull.
Ja, wie sinnvoll so ein Schild ist. Wann wendet man das denn an eigentlich? Denn ich meine, ich kann ja mit einem Schild jetzt nicht schlagen oder schießen oder irgendwas. Habt ihr das schon mal benutzt? Macht das Sinn? Also das. Ich wüsste nicht wofür, ehrlich gesagt. So. Gemahlener Knochen. Und hier fehlen jetzt die 40 Eisenbarren, die sollten wir bereits haben. Sehr schön. Amboss. So. Warte mal, ich schau mal ganz genau, wie viel wir brauchen. 120. Epoxid, noch mehr Seile. Wir brauchen mehr Epoxid. Warte mal, was war die andere Zusammensetzung? Schwefel und Baumharz. Baumharz können wir schon mal herstellen. Und ich brauche noch ein paar Fasern. Ach, warte mal, da holen wir uns mal eben die Sichel. So nämlich. So. Seile? Ja, hau mal raus hier. Dekorationswerkbank? Nee. Nochmal 40 sollte auch reichen. Und 10-mal Epoxid. Genau, mach mal Baumharz. Dann holen wir ein bisschen. Was ist denn jetzt los hier? Bitte? Jetzt. Ist hier Tag der offenen Tür oder was? Der Herr. Ich war eigentlich schon kurz davor zu sagen, hier oben kommt niemals irgendein Feind hin, aber falsch gedacht. Und ich brauche das bessere Messer auf jeden Fall. Aber jetzt holen wir erstmal ein bisschen Schwefel. So, hier drüben habe ich gerade auch noch Kohleerz gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder habe ich mich verguckt? Nee, da. Tatsache. Ist das schon gewesen? Nee. Hier ist noch was.
Okay. So, die Spitzhacke ist auch gleich durch. Und wir werden auf jeden Fall auch nochmal eine andere Höhle aufsuchen müssen, um hier Rohstahl und so herstellen zu können. Aber für den Moment sieht es, glaube ich, doch ganz gut aus. So, das nehmen wir. Wir schauen mal hier rein. Wir haben die 40, die wir brauchen. Und können uns die Bearbeitungsbank leisten. Zack. Kein Schutz. Das denke ich nicht. So, wir brauchen das Ding. Dafür brauchen wir 20 und dafür 25. Also 45 insgesamt. Das bekommen wir nicht hin. Und möglicherweise brauchen wir sogar noch Stahlschraube, Beton, Dings, alles. Und auch dafür nochmal 20. Okay. Dann würde ich vorschlagen, nehmen wir das einmal. Und bauen wenigstens eine aus Eisen. Die nehme ich schon mal an mich. Wir stellen einmal Nägel her. Was fehlt denn hier? Ein Eisenbarren fehlt noch. So machen wir das Ganze. Wir essen ein bisschen was, stellen das her. Ne. Und er hier. Sehr schön. So, das übliche restliche Zeug kann da hoch. Das passt, sehr schön. Das hauen wir mal hier rüber, dann steht es nicht so im Weg. Epoxid kommt zurück. Denn wir ziehen jetzt los, je nachdem wie spät es ist. Ja doch, das kriegen wir hin. Und besorgen noch ein paar Erze. Ich denke fast... Ach nee, vielleicht machen wir ein schickes Bild mit dem Schild. Rausschmeißen können wir es immer noch. Ach, wie cool er jetzt aussieht. Ist er nicht der allercoolste? Aber dennoch rechte Maustaste, damit kann ich das so heben. Doch es fehlt jetzt natürlich irgendwie ein Speer oder so, wo man sagt... Eine Hand das, denn er hat ja eine Hand frei sogar. Vielleicht gibt es da ja eine ganz spezielle Waffe für, die man damit nutzen kann. Oh, und wenn der Sturm vorbei ist, sieht man am Ende dieser Leiste, kommt schon der nächste heftige Sturm. Na, ist doch toll. Hier ist immer was los. Ich würde sagen, wir gehen mal... Ich habe mein Headset falsch um. Ich habe mich gerade gewundert. Wieso höre ich das Tier denn da drüben? Ich habe mich schon gewundert. So. Der Bär scheint gerade nicht hier zu sein. Der ist unterwegs, macht ein paar Besorgungen. Erst Apotheke, dann Post. Dann noch kurz beim Arzt vorbeigehen. Da ist er wieder. Sehr schön.
haben einen Wolf. Ein paar Knochen können auch nicht schaden. Und ein bisschen Fleisch natürlich. Und ich darf den Sturm nicht aus dem Auge verlieren. Quasi im Auge des Sturms. Wir schauen mal eben auf die Karte. Hier rechts lang scheint es noch nicht direkt zum Schneegebiet zu gehen. Auch wenn das so ein bisschen so... Hier ist eine Höhle. Perfekt. Oder? Doch. Leute, was will man mehr? Alles in der Nachbarschaft. Sehr gut. Ist hier noch einer? Nee, sieht gut aus. Man gebe mir dies und jenes. Hier ist ja wirklich alles vorhanden. Wir schauen noch mal kurz hier rein. Stein und Stock. Okay, der Sturm ist nicht mehr weit weg. Wir ziehen uns zurück. Sehr gute Höhle auf jeden Fall. Da haben wir Titan, Aluminium, Gold noch. Wo ist der Bär? Wo ist der Bär?
Ja, das sieht schon krass aus. Ist das hier eine kleine Abkürzung vielleicht? Warte mal, da kamen wir doch schon mal rauf, oder nicht? Ob das jetzt so viel schneller ging als außen rumlaufen, wage ich zu bezweifeln. So, der Sturm ist gleich da. Ach, habe ich doch schon. Ja, ist auch egal. Schauen wir mal, wie schnell die sich aufbrauchen. So, ich bin wieder zu Hause. Das hätten wir. So, jetzt schauen wir mal rein. Wir benötigen in erster Linie das Ding hier. Barren, 8 Nägel, die haben wir sogar noch. Barren brauchen noch ein bisschen. Hier haben wir Rohstahl fertig. Hier fehlt noch ein bisschen Eisenerz. Okay. Genau, dann kommt das Ding und dafür brauchen wir auch noch die Zimmermannsbank. Kupfernägel, Holz. 240, habe ich das richtig gesehen? Ne, 120. Leichte Winde. Leichte Winde ziehen auf. Alles gut. So, die Zimmermannsbank ist ebenfalls fertig. Sehr schön. Die können wir auch noch daneben hauen. Dort wird das gelagert und dann machen wir 500 mal veredeltes Holz. Und Rohstahl. So. Na, das ist doch soweit schon mal nicht verkehrt. Wir haben 20 Eisenbarren, das sollten wir aber hinkriegen. Die haben wir.
Steine, das veredelte Holz, die Seile gibt es hier ebenfalls. Haben wir noch ein paar Steine da? Nicht ausreichend, aber nah dran. Passt. Das veredelte Holz haben wir auch gleich. Und dann haben wir den Betonmischer fertig. Und mit dem können wir Beton herstellen. Und mit dem Beton bauen wir dann das Ding hier. Stahlschrauben brauchen wir noch, aber die sind ja auch gerade in Arbeit. Also Stahl zumindest. Sehr gut. War es nochmal? Baumharz war das, was ich nicht... Oh Gott, das Feuer ist wirklich sehr gefährlich. Nach dem Sturm mache ich die Ecke vielleicht nach hinten. Genau, Baumharz. Die Knochen können wir auch mal malen. Steine und Siliziumoxid. Baumharz läuft. Stein. So viel Beton brauchen wir nicht, aber wir brauchen doch recht viel Silizium, glaube ich. Und hier ist ja noch jede Menge vorhanden. So.
So, da haben wir jetzt 117. Damit probieren wir es mal. Die Sonne geht allmählich unter. Baumharz, genau. Hier und... gerade einmal 16. 12 Stahlschraube, das könnte auch schon fertig sein, genau. Warte mal, wie viel brauchen wir? 20. Machen wir doch gleich 100. 12, 20 Eisen, 8 Kupfer. 20 Eisen, Kupfer. Und jetzt warten wir noch aufs Beton und dann können wir das Ding bauen. In der Zwischenzeit können wir schon mal schauen. Oh, es fehlt jetzt wirklich ein bisschen. Das ist nicht schlimm. Ich glaube aber, in der Höhle war kein Eisen mehr. Ich bin nicht sicher. Aber es fehlen 2 Eisenbarren, wenn mich nicht alles täuscht. Dafür brauche ich 25 und dafür brauche ich 20. Ja. Aber wir bauen erstmal das. Eins nach dem anderen und dann können wir immer noch mal losziehen. Und der Sturm sollte ja auch gleich hier sein. Ansonsten läuft alles doch wie am Schnürchen, möchte ich meinen. Ich bin gespannt, ob das hier Tiere anlockt. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass dem so ist. Sehr machbar eigentlich. Wie viele haben wir davon? Da haben wir dann 17. Schauen wir doch mal. Genau, 2 Eisenbarren fehlen. Hauen wir die erstmal wieder rüber. Das kann ebenfalls weg. So. Wir ziehen nochmal los. Ich bin nicht sicher, ob da nicht vielleicht noch ein bisschen Eisen war in der Höhle. Könnte durchaus sein. Wir schauen uns das Ganze mal an und dann haben wir auch den passenden Kanister dazu. Den befüllen wir dann mit... was ist es wahrscheinlich? Was war das? Baumharz und dann Fasern oder Holz oder was auch immer. Irgendwas in Kombination. Und dann können wir den Bohrer betanken. Sicher nicht vor dem Sturm. Denn es wäre natürlich perfekt, wenn ich das Bohren beginne, sobald dieser heftige Sturm kommt und der Sturm dann tatsächlich Auswirkungen auf das Verhalten der Tiere hätte. Oder die dann nicht kommen würden oder irgendwie so, wisst ihr? Aber ich glaube fast, das tut's nicht. Ich glaube, das ist eher ein Nachteil für mich, so rein vom Sehen her und so. Und mit Blitzen und allem drum und dran. Oh, das war knapp.
So, jetzt kommt der letzte. Der vorletzte. Da ist er. So, Stufe 46 ist nicht mehr weit. Wir nehmen mal alles mit und ebenfalls die Knochen. Na, hier ist aber noch jede Menge. Ausreichend für 2 Barren und Rohstahl. Ja! Sehr schön. Okay. Aus dem Weg. So, hoffentlich ist hier jetzt nicht noch ein Bär gespawnt. Es ist gerade mal 9 Uhr früh. Jetzt schauen wir mal, ob ich jetzt ein bisschen besser checke, was es hier mit dieser Wettervorhersage auf sich hat. Der Sturm steht kurz bevor, so verstehe ich das. Denn wenn der am äußersten linken Rand ist, dann müsste dieser Sturm nicht mehr weit sein.
So, wir haben noch ein paar Talentpunkte zu vergeben. Vielleicht ist da ja noch irgendwas dabei, was wirklich so richtig nützlich für meinen Spielstil ist. So, schauen wir mal rein. Also wir nehmen zum einen diese Stahlbarren hier einmal an uns. Wir hauen 100 davon da rein. Wir schauen hier nochmal her. Wir brauchen 25. Das passt. Und hierfür brauchen wir noch 18 Stahlbarren und das gehärtete Leder. Da können wir erstmal das reinhauen. Stahl kommt rüber. Epoxid sollten wir auch noch welches da haben. Sehr schön. Das ebenfalls rüber. Und dann gehärtetes Leder. Das heißt, das Ding hier. Stockfasern, Holz. Stockfasern, Holz. Mist. Na? Genau, stell das mal her. Das kann man doch möglicherweise sogar draußen aufstellen. Das sieht gut aus. Wir brauchen Leder und Baumharz. Auch das gibt es im Vorratslager. Das kann arbeiten. So. Ach, warte mal, Rohstahl. Nee, genau. Nee, so. Sehr gut. Es fehlt hier 25 Barren. Das Ding hätten wir. Sehr schön. Das kommt hier rein. Jetzt schauen wir nochmal. Es ist immer Baumharz. Baumharz und Holz können wir vielleicht nehmen. Stellen wir schön her. So. Das befüllt das. Das kriegen wir hin. Was wir jetzt noch brauchen ist... Ach, hier die Eisenbarren können wir nehmen. Ja, nee, komm. Also Kohle und Schwefel. Schwefel haben wir, glaube ich, jede Menge vor der Tür. Hier zum Beispiel. Und hier vorne... Bei dem großen Felsen da auch nochmal. Also daran mangelt es gerade nicht. Sehr schön. Einhundert. Und hier. So. 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 Gehärtete Leder sollte bereits fertig sein. Das hätten wir. Wie weit ist das Ding hier? Das befüllt sich noch. Das muss wahrscheinlich nicht mehr ganz voll sein, aber schauen wir mal.
So, die Stahlbarren, 18 an der Zahl, davon haben wir jetzt einen. Das ist doch soweit ganz gut. Stormfront Shift Detected. Da sehen wir es oben rechts. Es blinkt, es leuchtet, es alarmiert. So, noch 13. Vielleicht schaffen wir das ja noch vor dem Sturm. Das könnte natürlich auch heißen, dass der Sturm sich verzieht quasi. So, das ist knapp bei der Hälfte. Da werde ich bestimmt noch ein bisschen was brauchen. Ein bisschen Baumharz haben wir hier noch. Und hier ebenfalls. Aber Schießpulver ist auch nicht ganz unwichtig. Nochmal 4 obendrauf. Es fehlen noch 9. Können wir ja mal... Nee. So. Das kann ja in der Zeit ruhig arbeiten. Ja, Baumharz ist hier so ein bisschen... Das können wir nochmal nachlegen. Aber ja, Schießpulver ist wichtig. Das haben wir gleich. Noch 3. Noch 2. Fünf, vier, drei, zwei... Einse. Sehr gut. Für den Fall der Fälle haben wir jetzt ein Gewehr. Das lädt zwar nicht sonderlich schnell, aber besser als nichts. So. Wir laden einmal durch. Obwohl, also im Vergleich zum ganz zum Anfang, wie langsam das da lädt, loot, ist das schon ganz okay. Ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, bevor hier der große Sturm kommt, sollte er denn kommen, machen wir hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann geht's ab mit dem Bohrer und dann schauen wir mal, was hier auf mich wartet. Bis dahin, ciao.